Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu Fußballmanager 11. Mein Name ist Nui und lasst euch mal wieder neu berieseln, so gesagt. Ich habe ja schon eine lange Zeit nicht mehr gespielt. Was sind da eigentlich Hauptwert? Auf jeden Fall auch eigentlich ein sehr, sehr guter Spieler. Ich bin nur ein bisschen kränklich, vielleicht hört man auch etwas heraus. Ja, da kann ruhig gehen. Oh, ihr seid solche Schweine. Gut. 1 Million mehr. Wird doch reichen. Ja, auch sehr. Jährliche Erhöhung können wir ummachen, wenn er schon einen 5-Jahres-Vertrag hat. Auch das weg. Ligaspielbonus auch weg. Da ist der Verein auch weg. Was haben wir denn noch? Gehalt kurz mal abschicken. Nö. Gut. Spielt die menschliche Seite eines Spielers auch eine Rolle bei den Transfern? Ja, das versuchen wir, aber hundertprozentig geht das nicht. Auch wenn ein Scout-System geändert wurde, sowas ist schwer nachzumachen. Bei mir zählen nur sportliche Kriterien. Nee, das versuchen wir. Ich sehe das immer so, dass die Spieler müssen irgendwie schon miteinander zusammenpassen. Ich würde mir zum Beispiel... Dortmund stand ja jetzt am Ende der... Saison irgendwie angeblich vor der Verpflichtung von Klose. Auf jeden Fall, ich hätte es bestimmt schon irgendwie gerne gesehen, dass Klose bei Dortmund gespielt hätte. Aber irgendwie, weiß ich nicht, denke ich mal, dass er nicht so reingepasst hätte. Weil wenn man sich jetzt zum Beispiel die ganze Mannschaft von Dortmund anguckt, ist das alles eine geschlossene Maschine, will ich es mal so sagen. Und Klose wäre halt, sag ich mal, so ein extra Stückchen gewesen, was nicht so ganz mit hineingepasst hätte. Finde ich. Ja, so sehe ich das. Kevin Großkreuz. Das lassen wir mal links spielen. Götze kann nur rechts spielen. Das wollen wir mal rechts spielen. Rechts noch Schwab, obwohl er Bischek nicht so schlecht ist. Ja. Fabio Borini ist eigentlich auch kein schlechter. Was hat denn der eigentlich für eine Stärke? Alles schon ausgeliehen. Ansonsten ist es eigentlich irgendwie echt schwer für diese Mannschaft noch was Besseres zu finden. Also ich würde mir zum Beispiel keinen alternden Star holen, wie zum Beispiel... wen gibt's denn? Ich würde mir zum Beispiel keinen Ruud van Nistelrooy hier reinholen oder keinen Raoul zum Beispiel. Weidenfeller ist top auf der Position. Schmelzer ist 22, der wird noch. Hummels und Supotisch auch, die sind ja auch schon eigentlich top. Lukas Piszczek, Bender auch auf jeden Fall geil. Nuri auch. Großkreuz auch. Götze auch. Gagawa erst recht. Und Barrios auch. Wenn man es so sieht, könnten die mindestens noch 6 oder 7 Jahre so spielen. Auch in Weidenfeller mit 35 dann. Wäre immer noch top. So, und die zweite Karte, gut, ein zentrales Mittelfeld können wir sich vielleicht noch holen. Irgendwas Junges, oder lieber dann halt was Defensives, weil wir spielen ja eigentlich eher mit Defensiven. Machen wir hier das Hickchen raus. Viktor Elm. Ah,
Aha, es geht schlechter, aber kein Defensiver. Wir haben noch Petretti, ne. Na, ich muss mal suchen. Fried wäre natürlich. Würde aber nicht reinpassen. Nee. Ich gucke. Marcel Schäfer, Christian Schulz. Malik Fadi. Nee, da müssen wir mal ordentlich gucken. Das müsste auf jeden Fall auch was Junges sein. Das Fehler. Ohne Bild. Ja. Der sagt mir gar nicht. Also Turi Vidal, nee. Nee. Jarolim ist zu alt. Was habe ich hier für Alter eingestellt? Ja, so ist gut. Nee. Nee. Lee Catamon ist auch kein schlechter. Aber. Wenn ich mir schon das Geld angucke, dann schmerzt es mir schon ganz schön in der Seele. Giromel, nein. Nee. Phil Barfried hätte mich da schon interessiert. Isaac Fossa, Michael Bradley, Tobias Weiss, nein. Tommy Schwegler, nö. Rodney Strasser. Das ist doch bestimmt auf. Bestimmt mit dir. Es gab doch mal früher einen Spieler, jetzt auch Strasser. Ekichi, toll, geht nicht. Och, was haben wir denn hier noch, ey? Defensiv Mittelfeld ist natürlich. Sehr viele war. Aber auch nichts Besonderes. Doch, das wäre immer. 10 Millionen erstmal wert. Ja, das ist passt ja natürlich. Achso, ja. Ja, ist ja klar, suche ich wieder was. Aber gibt es denn vielleicht noch irgendwie einen Stürmer, der nicht so. Ach, nee. Wir gehen Fred haben. Fred ist scheiße. Naja, gut, nächste Mal. Ach nee, den nehme ich als Stürmer, stimmt ja. Sag mal, ihr habt da Arschwasser. Mit 20, seine Ehefrau würde gerne in eine andere Stadt ziehen, ist ja richtig. Vorteil ihres Vereins, Vereine hat sich nachher vertreten. Wenn das Stadion. Na gut. Mann, jetzt 3,5, Junge. Danke, Schwab, dein auch Arschwasser. Ich sehe schon, da reichen mir meine 2 Spiele dort. Das ist sogar schon zu viel. Ja, na klar. Ich wollte nach Kopenhagen oder alles in Brand setzen. Thomas Kallenberg. Wo ist er? Ja. 1,5. Ne, gut. Innenverteidiger. Was hat ein Angebot? Arschloch. Ah, das rein.
oder jede Menge hier hinlegen. Ja, ich will Jan vertrunken haben. Oder den hier. Mensch. Gibt's hier irgendwas mit fester Ablöser? Muss ich den Ratschlag vergeben? Nein. Schlimm ist jetzt, oder wenn ich jetzt rein auswärts zum Beispiel 7,3 Millionen. Niedermeier. Ah ja, der war wohl so lange verletzt gewesen. Zu teuer, ich hab doch gar kein Geld. Anton Ferdinand, von Rio Ferdinand, der Bruder. Georg Niedermeier. Ach, für eins. Das ist ja. Jo, mach ich 1,8. Ich will ja bloß einen Ersatzinnenverteidiger haben. Wenn mal irgendwie einer von den beiden mal. Verletzt sich irgendwie halt so. Nett. Ich hab dann, ja stimmt, ich hab da ja dann noch Santana, aber danach sieht es dann schon ganz schön enger aus. Ja, verhandeln. Ah. Aber mit 18 Jahren ist das schon ganz schön wahr. Silber hier rausnehmen, erst mal hier runter schieben. Und dann ihn mitnehmen. Ach ja, Bologna. Ja, ist das schön. Stammspieler. Ah, du musst in der Regel spielen. 3 Jahre, okay. Was? Freigabe bei Abstieg, bist du nicht mehr ganz dicht. Option für den Verein, machen wir 1 Jahr. Jetzt wer? Auch alles auf 0. Auflauf bei ihm so. Dann macht er uns einen schönen Auflauf. Was ist denn die los? Hier. Ey. Ja. Was haben wir noch an? Oh, Junge! Der ist aber ganz schön hartnäckig. Nein. 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 Okay. Na, ich glaube mal, für das Geld ist es schon ein guter Spieler. Das ist nicht gut. Ich glaube, Dings werden wir uns damit mehr holen können, den hier. Das ist einfach zu viel Geld. Was ich zurzeit nicht habe. Ja, gut. So, Leute.
Ich mache hier wieder Schluss. Sehen uns beim nächsten Mal oder hören uns beim nächsten Mal und lasst euch gut gehen. Und tschüss.